Ach, YouTube, was machen wir zurzeit mit dir mit? Wir YouTuber haben es echt nicht mehr einfach mit dir. Preacher, would you be my? It's the dun, the dun, dun. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. It's the dun, the dun. YouTube hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Das Ganze nennt sich YouTube Hero. Klingt recht cool. Es gibt einen Trailer dazu, den werde ich mit euch jetzt anschauen. YouTube wird besser als bevor, okay? Das klingt ja schon an sich mal nicht so schlecht, ne? Welcome to YouTube Heroes. Klingt auch nicht so schlecht. Man bekommt Punkte, okay? Man kann das übersetzen, finde ich auch super. Man kann mit anderen Leuten kommunizieren. Es gibt Levels, okay. Ein Dashboard, ein eigenes. Verschiedene Kontinente und so weiter, auch cool. Es gibt Trainings. Bis jetzt klingt ja recht cool, was ihr da vorhabt, YouTube. Mit anderen telefonieren ist auch cool. What? Moment. Habe ich das gerade richtig verstanden? Der Hintergrund dafür ist, dass Videos, die euren neuen Richtlinien, die ohnehin schon Scheiße sind, von euren eigenen Nutzern kontrolliert werdet, damit ihr kein Geld dafür ausgeben müsst, für Leute, die das kontrollieren. Verstehe ich das gerade richtig, YouTube? Okay, schauen wir mal weiter. Vielleicht habe ich das jetzt nur falsch verstanden. Irgendwie seid ihr gegen die Mauer gerannt, ne? YouTube, seid ihr gegen die Mauer gerannt? Wenn ja, dann, ja, keine Ahnung. Dann geht bitte mal zum Arzt. Okay, man kann neue Produkte austesten. Hammer seid ihr. Seid der Wahnsinn, YouTube. Ohne Scheiß. Ihr seid Burner. Ich arbeite kostenlos für euch und darf eure neuen Produkte austesten. Hammer Sache. Oh, was darf man denn jetzt da? YouTube Mitarbeiter kontaktieren. Ihr macht euch echt langsam selbst kaputt. Die Richtlinien, die ihr neulich rausgebracht habt, die waren ja auch schon Bullshit und jetzt sowas nochmal. Ihr verderbt eigentlich den meisten YouTuber den Spaß mit diesen ganzen Regeln. Was soll das? Ich kann euch versichern, ihr schießt euch nur ein Eigentor, YouTube. Viele große YouTuber werden wegen sowas aufhören, das kann ich euch versichern. Das ist ein Fehler, was ihr macht. Lasst das. Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, schreibt mir eure Meinung unten rein. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu denkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich doch. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao.